Wir sind nicht schön. Ende Januar, die erste Fahrt in 2024. Ich war ja gerade was hoher Fan. Und fahre heute, ja, eigentlich nur eine kleine Runde. Knapp 100 Kilometer. Und werde von so einem Superfletzer hier gerade überholt. Und es geht heute zum Wasserfall von Bayonne. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich denke schon. Und da muss ich aber ein bisschen dann vom Parkplatz ein bisschen Hiking-Tour machen. Deshalb habe ich auch heute mal meine dicken Trekking-Schuhe mit eingepackt. Weil ich will jetzt nicht mit den Motorradschuhen da über Stock und Stein klettern. Aber da bin ich echt gespannt drauf. Da müssen wir mal schauen, wie das wird. Und dann geht es dann weiter nach Schloss Reinhardtstein. Das ist nicht sehr weit weg. Das liegt alles so im Umfeld. Und dann zur Staumauer oder zum Stausee bei Robertswil. Ja, aber Leute, ey, ich bin des Lebens so froh, dass man mal wieder fahren kann. Gefühlt, ja, wann bin ich das letzte Mal gefahren? Anfang, Mitte Dezember und jetzt haben wir heute den 29. Januar. Also 6 Wochen, 7 Wochen sowas in der Größenordnung. Blue Alley ist auch wieder problemlos angesprungen. Mal so einen kleinen Rundumcheck gemacht gestern. Alles in Ordnung. Aber ich muss auch zum Service jetzt mit Blue Alley. Mal gucken wir mal. Naja, also, Leute, wie sage ich immer? Schön, dass ihr dabei seid. Also hier gerade oben am Hohen Fenden, wo ich mein ganzes Kamerageraffel dran montiert habe, war ich an der höchsten Stelle mit über 600 Meter ist das hier. Freundliche Motorradfahrer, die zurückgrüßen. Ist in Belgien hier so, das ist ganz komisch. Da grüßt jeden. Super. Total cool. Egal. Ja, da war ich hier an der höchsten Stelle, kommt doch einer. Sogar BMW hat gegrüßt. Und das ist so 640 Meter, glaube ich. 648 Meter, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Und hier oben, da ist es schon ein bisschen kalt. Aber Leute, das ist mir total egal. Also es sollen heute so 10, 12, 13 Grad werden. Zumindest in Aachen war das so. Aber hier oben auf den Höhen ist es natürlich ein bisschen frischer, das ist ganz klar. Egal. Das ist einfach nur noch mal schön, mitfahren zu können. Ich habe gestern dann so zu meiner Frau gesagt, hör mal, Wetter ist gut, ich will morgen eine Runde mit dem Roller fahren. Da guckt die mich nur an und was sagt sie da drauf? Ja, tschö, da fahr doch. Ah, herrliche Fernsicht da hinten, ne? Wahnsinn. Also ich fahre jetzt sozusagen aus dem Hohen Fenn hier raus und fahre dann, ja, das ist ja noch alles belgische Eifel hier. So. Jetzt müssen wir hier links ein bisschen konzentrieren. Ah, das ist eine Sache. Das muss ich euch gleich noch erzählen. Ne? War ein bisschen dumm von mir. Ich habe natürlich alles geplant zu Hause wieder, ne? Die Strecke rausgesucht. Hab mit Kalimoto eine Strecke gemacht und hab dann hier jetzt vorhin, wollte ich Kalimoto anmachen und da sagt Kalimoto, oh, neue Version, willst du zustimmen, bla 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 bla, also dieses übliche, ne, Update-Verfahren und dann musste ich mich neu anmelden. Ja, ist ja normalerweise kein Thema, aber ich habe mein Passwort vergessen. Ich plane ja immer, wenn ich so Sachen raussuche,
mache ich das sehr gerne mit Google Maps, weil da kannst du dann auch die Satelliten an sich gut machen. Ne? Kannst dann auch so ein bisschen rumsuchen, wo sieht das geil aus, wo könnte man so hinfahren und. Das ist total klasse. Also wenn ihr mal eine Route macht, Leute, nur eine Empfehlung. Sucht euch vorher mal, oder wenn ihr euch ein Ziel ausgesucht habt, dann guckt ihr euch das mit Google Maps an. Und dann könnt ihr über die Satellitenansicht schon mal so in ungefähr, könnt ihr so sehen, was ist da und. Ist sehr, sehr hilfreich. Und dann sieht man auch im Umfeld vielleicht schon mal schöne Sachen, die man dann nochmal anfahren kann. Ich will an einer ganz speziellen Stelle einsteigen in den Wald, weil da gehst du so ein, keine Ahnung, 300, 400 Meter, gehst du denn da über so Klettersteige und, gehst du dann da hin zu diesem Wasserfall. Immer entlang an diesem Bach, und das sah total cool aus. Aber hey, hier ist doch mal ein Träumchen, oder? Boah, Leute, boah, Belgische Eifel, ne? Guckt's euch an, eine Granate, Leute. Herrlich. Wie seht ihr, Jupp, immer dabei, Kaul, junger Wes? Herrlich. Hey, schöne Grüße, Jupp. Ja, heute Morgen hatte ich mit Kasi schon mal per WhatsApp hin und her gechattet. Der ist heute auch mit ein paar Jungs unterwegs. Ein paar Jungs und Mädels vielleicht, weiß nicht. Also mit ein paar Leuten unterwegs. Was hat er mir gesagt? Sie treffen, haben sich getroffen dann an der Elfi und fahren dann ja irgendwo ins Land rein. Hey Kasi, grüße mein Freund. Aus der Belgischen Eifel. Ah, da seht ihr schon diesen, das Schild, den Hinweis. So, jetzt kommen wir da unten in das Tal rein, genau. Und dann geht das dann nämlich hier durch den Wald. Hey, da muss ich ja rauf, muss ich ja klettern. Ach du Scheiße. Kann ich ja nicht. Oh, hier geht das aber schon gut runter. Aber das ist egal, das machen wir heute. Ein bisschen Hiking. Hier ist das, aber da ist natürlich doof, wenn hier so viel los ist. Leute. Ach du Scheiße, guck ich dich an hier. Gucken wir mal hier links rein, was wir hier da so finden. So, ich bin jetzt hier unten an dem Parkplatz angekommen. Links von mir ist der Bach, den gehe ich jetzt den Bachlauf rauf bis zu den Wasserfällen. Und ich habe mir gerade jetzt erstmal meine Trekkingschuhe angezogen, denn mit meinen Motorradschuhen möchte ich da nicht lang gehen. Und so wie ich gesehen hatte in dem Video auch, geht man da so ein bisschen über Stock und Stein, ein bisschen auch durch den Bachlauf durch, über so kleine Brücken und mit einem steifen Motorradschuh willst du das nicht unbedingt machen, ne? Deshalb habe ich den angezogen. Hey Leute, hier, guck mal, hier ist er. Ist noch voll das Eis drauf. Hier ist total abgeschattet und kühl. Also hier könnte man durchgehen, ja, darüber. Aber ich gehe jetzt da oben über Steg und dann diesen Holzweg darüber. Extrem geil, ja. Extremst geil. Leute, kriegt schon mal 5 von 5 Punkte. Ja, das Schöne ist, hier ist keiner, ne, gerade oder wenig. Finde ich gut. Ja, auch sonst wenden, da habe ich kein Problem mit. Hier ist man ja schon ein gutes Stück in Belgien drin. Also hier sind natürlich viele Einheimische, die Französisch sprechen. Und gerade so ein bisschen Englisch. Mich mit jemandem am Parkplatz unterhalten, so wo der Weg hier lang geht, das können sie. Das kann man in Belgien recht gut Englisch sprechen, aber mit meinen Französischkenntnissen nehmen wir so hin. Unwahrscheinlich. Aber diese fucking Brücke, die ist richtig. Boah, ist die glatt hier. Ey, da musst du ja höllisch aufpassen. Wahnsinn.
So, da sind wir angekommen. Aber da musst du jetzt noch, weiß ich, keine Ahnung, 10 Meter runterklettern und richtig steil. Da ist er. Hier bin ich, da hinten ist er. Der Beweis. Hey Leute, kennt ihr die? Haribo Konfekt. Hat meine Frau mir zur Stärkung mitgebracht. Aber eigentlich, na, hier, die schwarzen, die mit Schokolade, also die schokoladigen. Das sind meine Lieblinge. Hier kam gerade eine Gruppe jüngerer Leute vorbei, Anfang, Mitte 20. Dicken Dobermann-Hund dabei, aber ich glaube, der hat sich gefreut, mich zu sehen. Hat vielleicht anderen Hund gerochen. Aber Leute, was ich gerochen habe, na, das, was das wohl war, was die da geraucht haben? Ich denke, lang, lang ist her, aber den Geruch kennst du doch irgendwo. Schöne Anekdote am Rande. Das Jahr 2024 fängt grandios an, Leute. Absolut grandios. Hier dieser Wasserfall, wie heißt er nochmal? Boyard. Ich schreibe es mal mit unten rein. Ist wirklich sehr zu empfehlen, die Strecke hier. Ist halt was Hiking. Lohnt sich auf jeden Fall. Nur, Leute, ihr müsst tatsächlich festes Schuhwerk hier anziehen. Trekkingschuhe, festes Schuhwerk. Also nicht mit den Sommerpantöffelchen. Da könnt ihr hier nicht rumlaufen. Das ist viel zu gefährlich. Da ich jetzt schon echt viel Zeit hier verplempert habe, weiß ich nicht, ob ich jetzt noch Schloss Reichhardt, ob ich das noch mache und schaffe. Auf jeden Fall fahre ich aber an dem Staudamm vorbei oder über den Staudamm bei Robert Will. Also, das ist Schloss. Wie heißt das nochmal? Reichhardtstein oder so. Da fahre ich jetzt, glaube ich, nicht mehr an. Das macht man anders mal. Das Jahr ist ganz jung, also von daher alles gut. Was ich aber jetzt noch definitiv mache, ich fahre an dem Staudamm vorbei. Da fährt man sogar über den Staudamm. Und mal gucken. Ach, schön hier hoch, ne? Das sind Biker Roads ungeschminkt hier. Ich hoffe, ich fahre jetzt richtig. Ich habe jetzt gar kein Navi gesetzt, aber eigentlich kann das hier nur Richtung Robert Will gehen. Robert Will. Robert Will. Wahrscheinlich Robert Will. Ausgesprochen oder so. Weiß nicht. Gucken wir mal, wie wir jetzt da hinkommen. Boah, es ist aber Lichtverhältnisse hier, ne? Total klasse. So, da vorne kommt die Kirche. Die Kirche ist meistens mitten im Ort. Na, gucken wir mal. Oh, da hat aber einer mit Liebe hier die Dinger geschnitten, ne? Also hier ist es schnuckelig, ne? Aber Rasenmähen möchte ich hier auch nicht. Aber ich glaube, wenn du so eine Hütte hast, da hast du auch einen Gärtner, oder? Voll gegen die Sonne. Aber sehe ich jetzt auf dem Kamerabild schön aus, oder? Lalala. Oh, witzig. Seht ihr das Schild da vorne? Könnt ihr es erkennen? Ja, geht schon los. Fahren wir jetzt halt vorbei. Also, kein Kopfsprung. Hier darfst du nicht reinspringen ins Wasser. Ich glaube, viel Wasser hat der gerade nicht, ne? Hier. Aber das ist schon crazy, das Ding, Leute. Oh.
Also es war ein richtig schöner Tag heute, muss ich ganz ehrlich sagen. Zumal da man jetzt ja, keine Ahnung, 6-7 Wochen nicht mehr gefahren sind, hat das schon echt wieder Spaß gemacht. Ne? Und dann natürlich diese Wahnsinns-Hiking-Tour zu dem Wasserfall. Also hat sich gelohnt der Tag heute. Wenn ich es auch wenn ich es mir ein bisschen anders vorgestellt habe, ich wollte ja auch eigentlich zu diesem Schloss Reichenstein dahin wandern, ne? Hab ja extra meine Trekkingschuhe an, die habe ich auch immer noch an. ja. Aber die ist leider ein bisschen anders gekommen. Oh, was soll's? Ist ja nicht schlimm. Ich muss ja nicht nach Schema F arbeiten, oder? So Leute, ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Das war das erste Tourenvideo in 2024. Schön, dass ihr dabei wart. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, Leute. Tschüss.